Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es hier auf meinem Kanal das Video zu den McRib Moinkballs, die so richtig mega und lecker waren. Wer das Video nicht kennt, kann gerne hier oben gucken, nach dem Video den Link klicken, könnt ihr euch gerne anschauen, lohnt sich wirklich. Und es gibt viele Leute, die mögen nicht so McRib, und da habe ich mir gedacht, das Ganze muss man auch auf einen Cheeseburger umbauen können, und das werden wir heute machen. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, ich bin Michael, der Barbecue Bär, und wenn ihr sehen möchtet, wie man das macht, dann bleibt dran, ich wünsche euch viel Spaß. Und für unsere Cheeseburger Moinkballs brauchen wir jetzt folgende Zutaten. Im ersten Schritt brauchen wir Zwiebeln, und die müssen wir uns ganz fein würfeln. Alternativ dazu könnt ihr natürlich auch Röstzwiebeln nehmen. Und wie man sich Röstzwiebeln ganz einfach selber machen kann, auch dazu habe ich hier auf meinem Kanal ein Video. Das verlinke ich euch gerne hier oben hin. Auch das könnt ihr euch nach diesem gerne anschauen. Als nächstes brauchen wir ein paar Gürkchen, und auch diese hackt ihr euch so fein wie geht. Und da das Ganze ja Cheeseburger Moinkballs werden, benötigen wir natürlich auch einen Käse. Ich habe jetzt hier einen Cheddar liegen. Ihr könnt jeden Käse nehmen, der euch schmeckt. Nur darauf achten, der sollte nach Möglichkeit in Scheiben sein. Und da werden wir uns jetzt hier solche Streifen rausschneiden. Und wenn wir solche Streifen geschnitten haben, gucken wir, dass unsere Scheiben dann später so aussehen, weil die könnt ihr besser in die Moinkballs packen. Wir brauchen außerdem Speck in Scheiben, auch Bacon genannt. Senf brauchen wir, Ketchup brauchen wir. Dann haben wir hier unseren Hauptdarsteller, das Hackfleisch. In meinem Fall ist das jetzt halb und halb. Ihr könnt nur Rind nehmen, ihr könnt aber auch nur Schwein nehmen. Und da das Hackfleisch natürlich auch gewürzt werden muss, nutze ich heute hier den Dirty Pig Rub von Barbecue Toro. Alternativ dazu könnt ihr natürlich jeden anderen Rub nehmen, den ihr habt, oder einfach nur Salz und Pfeffer. Macht das so, wie ihr möchtet. Aber den Link zu dem Gewürz findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann werden wir mit den Zutaten durch. Ihr habt gesehen, es ist nicht viel. Wie es geschnippelt sein sollte, wisst ihr auch. Die genauen Mengen und das ausführliche Rezept dazu findet ihr natürlich als PDF wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann können wir auch schon starten. Dazu holen wir uns das Hackfleisch hier hin. Dazu geben wir uns dann erstmal eine großzügige Ladung an Gewürz zum Hackfleisch. Und dann brauchen wir das Ganze eigentlich nur gut miteinander verkneten. Dass überall was von dem Gewürz hinkommt. Und wenn unser Hackfleisch dann anfängt, hier so Fäden zu ziehen, dann ist das perfekt. Die Vorbereitungen werden dann soweit abgeschlossen. Wir können jetzt anfangen, unsere Moinkballs zu formen. Dazu nehmen wir uns erstmal hier so ein bisschen Hack raus. Da nehmt ihr euch am besten so viel, so groß, wie ihr eure Moinkballs haben möchtet. Manche mögen sie kleiner, manche etwas größer. Das müsst ihr euch dann so anpassen, wie das für euch passt. Das ist aber ganz einfach. Dann nehmt euch, wie gesagt, das Hack, formt euch schon mal die Kugel, wie ihr sie haben wollt. Und wenn ich jetzt hier so gucke, das ist mir zu groß, dann nehme ich wieder ein bisschen weg, lege es zurück und forme nach. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr hier bei dieser Kugel das Ganze schon so richtig schön verdichtet. Weil dann habt ihr das schon mal einmal so richtig in Form, und es passiert nachher nicht auf dem Grill, dass die euch irgendwo aufreißen. So, und wenn wir dann hier unsere Kugel soweit haben, wie wir sie haben möchten, dann nehmen wir sie schon mal in der Hand und drücken sie platt. Oder drücken sie in der Hand platt. Das aber nicht zu platt machen, weil sonst, wenn wir es nachher hochklappen, haben wir da nicht genug Futter drumherum, dass wir sie dann auch dicht kriegen. So, und wenn wir jetzt hier unsere Fladen so weit haben, müsst ihr euch vorstellen, quasi so dick, wie das jetzt hier ist, so ein halber bis Zentimeter. Könnt ihr vergleichen mit so einem Burger Patty, sage ich mal. Und dann legen wir uns das hier aufs Brett. Auf den Fladen kommen dann hier zwei so Stücke Käse. Darauf geben wir dann ein bisschen von den Zwiebeln. Darauf achten, dass die wirklich so zentral in der Mitte sind. Auf die Zwiebeln geben wir dann Klecks Ketchup. Auf den Ketchup was von unseren Gürkchen. Auf die Gürkchen kommt unser Klecks Senf. Und final geben wir dann oben nochmal zwei so Stückchen Käse drauf. So, und jetzt nehmen wir uns das hier so in die Hand. Ziehen uns das hier so hoch.
dass das wirklich dicht wird. Und formen uns das dann erneut zu einer Kugel. Da wirklich darauf achten, dass das hier oben dicht ist. Und dann einfach kneten. Und dann ist unser Ball auch schon fertig. Dann hätten wir unsere Monk Balls soweit fertig geformt. Jetzt kommt noch der Abschluss. Wir werden uns hier unseren Bacon nehmen. Davon legen wir uns dann immer zwei Stück hier so nebeneinander leicht überlappend hin. Auf die zwei kommen dann hier nochmal zwei so Scheiben, dass wir hier so ein ordentliches Baconkreuz haben. Auf unser Kreuz kommt dann der Monkball. Dann fangen wir einfach an, hier hochzuziehen, richtig schön straff. Einmal in die Richtung, dann in die Richtung. Und wenn wir dann den Bacon hier richtig rumgezerrt haben, sollten unsere Monk Balls so aussehen. Damit wären sie dann auch fertig für den Grill. Aber vorher werde ich das natürlich noch mit den anderen machen. Da steht dann die Pracht der Monk Balls. Und bevor es jetzt an den Grill geht, habe ich jetzt hier noch Ketchup und Senf. Das werden wir miteinander vermischen, denn wir wollen unsere Monk Balls später auch so ein bisschen glazen. Das machen wir dann hier mit dem Gemisch aus Senf und Ketchup, weil eine Barbecue-Soße, finde ich, ja, ist so ein bisschen fehl am Platz. Das wird diesen Burger-Touch dann vielleicht so ein bisschen zerstören. Deswegen machen wir das so. Wenn ihr das nicht so machen wollt, nehmt dann natürlich eine Barbecue-Soße oder lasst es einfach ganz sein. Dann habe ich hier noch so ein paar Zwiebeln und Gürkchen. Das habe ich auch miteinander vermischt. Eigentlich wollte ich es erst mit hier in die Soße machen, lasse ich aber jetzt sein. Wir werden nachher einfach, wenn die bepinselt sind, so ein bisschen was oben drauf streuen. Dann haben wir auch noch mal so einen leichten Burger-Kick. Ja, und dann sollte das auch schon genügen. So, jetzt geht's aber an den Grill. Dann sind wir am Ort des Geschehens angekommen. Heute nutzen wir hier wieder den Kugelgrill. Den habe ich befeuert mit den Kohlen von Best Charcoal. Ihr wisst es, Link in der Videobeschreibung, dazu den Rabattcode. Wer testen möchte, kann das gerne machen. Jetzt können wir aber auflegen. Dazu machen wir den Grill erstmal schnell auf. Dann nehmen wir uns hier unsere Monkballs. Darauf achten, unten die Überlappung von unserem Bacon, die sollten auch unten liegen, denn dann bleiben sie auch zu. Und vom Grill her seht ihr indirekte Zone. Hier rechts habe ich mir meine Kohlen hingemacht. Hier links werden wir dann unsere Monkballs hinlegen. Dann liegen alle auf dem Grill. Jetzt den Deckel schnell zu. Und die lassen wir jetzt erstmal so gute 15 bis 20 Minuten in Ruhe. Temperatur vom Grill ist jetzt hier gute 180 Grad. Ihr könnt weniger machen, ihr könnt aber auch bis 200 hochgehen. Da müsst ihr euch mal so ein bisschen rantasten, aber ich sage immer, 180 ist die perfekte Temperatur. Und wenn die 20 Minuten rum sind, dann fangen wir auch schon mit dem Glazen an. Die ersten 20 Minuten sind dann rum. Unsere Monk Balls schauen jetzt so aus und ich würde sagen, das sieht herrlich aus. Jetzt nehmen wir uns hier unsere Mischung und werden die damit noch einmal richtig schön einpinseln. Lackiert werden sie dann und ich würde sagen, die sehen herrlich aus. Jetzt machen wir das, was ich eben gesagt habe, optional. Nehmen wir jetzt hier nochmal so ein bisschen Zwiebel und Gürkchen und werden die damit hier so ein bisschen belegen. Ja, und dann, wenn ich das habe, mache ich den Deckel zu und gebe dem nochmal so gute 10 Minuten und dann sehen wir uns oben, wenn wir probieren. Dann wäre es geschafft, unsere Cheeseburger Monk Balls sind fertig. Ich habe mir jetzt hier drei Stück vom Grill genommen. Dann hat einer den Weg aufs Brett gefunden. Und wie man sehen kann, hier unsere Glaze, die ist richtig schön angezogen. Dann obendrauf unser Topping, Zwiebel und Gürkchen. Jetzt werden wir aber einmal hier mittig durchgehen, um zu gucken, wie ist unser Kern. Ich würde sagen, wenn er nicht umfällt, das kann sich sehen lassen. Unser Käse, hier seht ihr, der ist flüssig, zieht sich. So soll es sein, nicht rauslaufen. Ja, und jetzt schneide ich mir ein Stückchen ab und wir probieren. Und wie man dann hier auch sehen kann, der ist auch noch richtig schön saftig. Mega! Dann guten Appetit! Boah. Mmh. Also Monk Balls
gehen ja in der Regel immer, aber immer nur mit Käse füllen. Wäre ja langweilig. Bei den McRib Moinkballs, die waren schon mega mäßig, aber das hier, das setzt dem Ganzen nochmal eine Krone auf. Geschmacklich denkst du wirklich, du isst hier so einen Burger, nur ohne Brot. Wir haben wirklich diese Kombi von Zwiebel, Gurke, Ketchup, Senf, das Ganze außen auch nochmal drauf auf unserem Bacon, der dem Ganzen so eine schöne Salznote mitbringt. Einfach nur hammermäßig. Ideal für Kindergeburtstage. Die freuen sich. Hamburger haben sie halt mal sowas anstelle von Burgern. Das ist auch recht schnell gemacht. Vorbereitung dauert zwar ein bisschen, aber ich denke mal, da wird man jedes Kind mit glücklich machen. Und geschmacklich hammermäßig. Macht das einfach nach und lasst mich wie immer wissen, wie hat es euch geschmeckt. Ich finde es auf jeden Fall mega geil. Boah. Du kriegst keinen davon. Dann sind wir auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Geschmacklich, wie ich ja eben schon gesagt habe, ist das Ganze ein Hammer. Also klare Nachmachempfehlung, macht das und ihr werdet wirklich belohnt. Als nächstes könnt ihr ja mal unten in die Videobeschreibung schreiben, was ihr so in Moinkballs reinpackt. Da gibt es ja so verschiedene Sachen, ob es jetzt nur Käse ist, etliche andere Sachen. Vielleicht kommt man da ja auch auf neue Ideen. Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, wie ihr die so macht oder ob ihr wirklich nur so Standard Moinkballs macht. Schreibt es unten rein, würde ich mich drüber freuen. So, ja, und dann gibt es dem auch nicht mehr zu sagen. Wir sind durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist dem so? Die ganze Prozedur kennt ihr. Macht's, macht's nicht. Und dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.